Hallo, das ist jetzt eine kleine Erklärung für unser Logistiklabor, erstes Semester, und natürlich ist immer ein wenig Verwirrung dann da. Gar kein Problem, alles gut. Und ich habe auch dann eine schöne Botschaft bekommen. Er hat nicht nur gesagt, ich bin verwirrt, sondern er hat auch gesagt, was er glaubt, was zu tun ist. Und genau das will ich jetzt auch noch einmal erläutern, ne, damit das gut geht und eben modern eine Videoantwort. A little while later. So, wir sehen hier in meinem Blog sind ja alle Unterlagen drin. Und dann kommt man hin und sieht, es sind zwei Aufgaben. Ne? Sehen wir erstmal, hier ist eine Aufgabe und das ist eine auch. Das sind getrennte Aufgaben. Ne? Das heißt also, alles, was hier drunter steht, gehört dann offensichtlich auch zusammen. Es gibt hier eine Aufgabenbeschreibung, die hat der Jürgen Edel damals gemacht. Und wir sehen, ja, wenn ich es aufmache, dann ist das Dokument ziemlich zerschossen. Woran liegt das? Ja, das liegt einfach daran, wir sind hier bei Google, Google Docs, und das ist nun mal anders als Microsoft Word. Deshalb steht auch in der Anleitung drin, bitte runterladen. A few moments later. Wie es sie für jeden Versuch gehört, man schreibt, wie heißt das Ding, wann wurde es gemacht. Die Daten sind jetzt ungefähr ein Jahr alt, ziemlich genau sogar. Ne? Er hat Daten erhoben. Da ist eine Quelle drin. Also was heißt das als erste Anweisung? Das muss man sich mal durchlesen. Ne? Da gucken wir mal rein. Gut. Er beschreibt das, ne? Er beschreibt, wie er es auch gemessen hat. Ne? Das ist unser Fridolin, unser fahrerloses Transportfahrzeug, mit dem man programmieren lernen kann, mit dem man Linien vor. Also man kann alle möglichen Dinge tun, die auch in der Realität stattfinden, nur eben im Modellmaßstab. Er zeigt, wie er das gemessen hat, hat also ein Metermaß drunter gelegt und hat dann gemessen. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Erstellen Sie eine Excel-Tabelle. Und jetzt haben natürlich alle bemerkt, oh, der Wölker hat uns ein Musterprotokoll geliefert. Jetzt gucken wir uns mal an. Musterprotokoll? Das nehme ich doch jetzt einfach unfertig. Na, so einfach ist es nur wieder nicht. Later. Ne, Protokoll. Ja gut, jetzt muss natürlich die ganzen Daten hier austauschen. Wann wird durchgeführt? Wer hat das Protokoll geschrieben? Das sind Sie selber dann. Sie sind kein Team, Sie sind eine individuelle Person. Ne, also alle Strukturen sind schon da. Jetzt gucken wir uns das mal so durch, was alles so drin steht. Eine Selbstständigkeitserklärung ist drin. Eine Einführung, ja. Und jetzt sehen wir, die Aufgabe beschränkt sich auf das Schreiben des Protokolls. Gucken Sie mal an, da steht sogar noch mehr drin. Das heißt, wir müssen doch wirklich die Unterlagen, die wir haben, auch intensiv durchlesen. Das tun wir da mal. Abgrenzung offener Fragestellung. Erstellen eine Excel-Tabelle. Jetzt ruf mal nach. More moments later. Das heißt also, Sie sollten das mal aufgemacht haben. Und warum machen wir das? Ich will natürlich auch, dass Sie mit den Werkzeugen umgehen können. Also offensichtlich ist hier im Anhang ein Excel-Sheet drin versteckt. Das ist schon mal sehr positiv. Und dann gehen wir wieder zurück in die Anleitung vom Jürgen. Tragen Sie ein bisschen die Tabelle ein. Das scheint erledigt zu sein. Das heißt, wenn Sie im Protokoll sind, schreiben Sie genau das. Diese Aufgaben waren zu machen, ne, und ich habe das überprüft. Offensichtlich ist das in dem Musterprotokoll schon drin und ich baue darauf auf. Aber Sie müssen natürlich kontrollieren, sind die Daten richtig. Ne? Das muss man natürlich machen. So, was hat er noch für Aufgaben Ihnen, hat er auch noch für Aufgaben Ihnen aufgeschrieben? Lassen Sie dann sagen, aha. Und dann sollen Sie Excel die Spannungswerte gemessen, Umrechnungsformel berechnen. Die Formel steht da oben. Das heißt, Sie haben zwar etwas bekommen, aber Sie wissen noch nicht, ob das richtig ist. Also überprüfen Sie das. Und schreiben Sie ins Protokoll rein, ich habe das und das getan, ich habe das überprüft und das stimmt. So, dann was hat er noch geschrieben? Erstellen Sie ein Diagramm. Das Diagramm ist auch drin. Wunderbar. Ne, da gucken wir nochmal ins Protokoll rein. Was ich vorbereitet habe, das ist das erste Protokoll, das soll auch nicht Rocket Science werden. Ne, mal gucken, das andere Bild gemacht worden ist. Jawohl, der Vorgehensweise. Arbeitshypothese, geschickt werden. So, wir sehen die Umkehr ein bisschen sehr kurz hier, ne? Das ist ganz unvollständig. Das ist die Kurve, die dann rauskommt. Und jetzt guckt man sich die an und sagt so, okay, passt die Kurve. Und die Kurve vergleicht man da ne, mit der Kurve, die in dem Datenblatt drin ist. Ne, und jetzt müssen wir die Frage noch stellen, wie hat der Wölker das gemacht? Ne? Also, man guckt sich das an. Habe ich was richtig gemacht? Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, ich habe was gefunden. Das ist es dann. Es muss dann auch überprüft werden. Ne? Ich kann mich auch vertan haben. Ne? Das hier ist eben erstmal ein Beispielprotokoll, wo eben mal das Word funktioniert. Ne? So, das heißt, die Aussage ist schon mal ganz richtig erkannt.
das, was fehlt, muss ergänzt werden und was eben dann hier nur so fragmentarisch ist, ist ja nur ein Beispiel, ne, könnte hier kann bestätigt werden. Ne? Das ist eine sehr kurze Hypothese. Ne? Danach kommen Messungen, ne? Da sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr erklären, was da drin steht. Ne? Weil das Protokoll muss hinterher so sein, dass jemand, der es sich durchliest, komplett verstehen kann. Gut, was hat der Jürgen denn noch für Aufgaben für Sie produziert? Da muss ich mal wieder auf das andere Dokument umschalten. Eine Sekunde, zack. So, jetzt sollten die, da steht, im besten Fall sollten die gleich aussehen. Tun sie das? Sehen sie gleich aus? Gibt es da Unterschiede? Das heißt, man muss doch auf jeden Fall mindestens dann in das Protokoll, das müssen sie eben neu machen, eine Diskussion einbauen. Wir gucken mal kurz rein, sind die gleich? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Das ist irgendwie seltsam. Sehen Sie zum Beispiel hier ist so ein Punkt. Das heißt, Sie gucken sich das an und sagen, ich vergleiche das miteinander. Ne? Und wenn ich das gemacht habe, dann überlege ich mir, was könnte das denn sein? Ne? Also, da guckt man rein. Jetzt gucken wir uns nochmal die Anleitung an, die der Jürgen gemacht hat und fragen uns, steht hier ein Programmcode? Was ist das für ein Programmcode? Haben Sie nicht gefragt? Da steht ein Programmcode. Da könnten auch Programmierfehler drin sein. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen. Ein Protokoll heißt, dass alles, was man hat, was man gefunden hat, was man analysieren kann, niedergelegt wird, erklärt wird und wo eben dann offene Punkte sind, die müssen dann zur Diskussion gestellt werden. Dass am Ende ein rundes Dokument bei rauskommt. A few moments later. Jetzt gucke ich mir das hier mal an. Gucken Sie das Bild mal an. Was ist entscheidend? Klar, er macht eine Messung, also ein Messprogramm. Wollen wir hoffen, dass das Programm in Ordnung ist. Da werden Daten überzogen und er beschreibt, wie er das gemacht hat. Und jetzt gucken wir uns das Foto an und sagen, er hat Entfernung abgelesen. Hat er die Entfernung richtig abgelesen? Da müssen Sie sich zu äußern. Also ich sage, jeder, der schon einmal fotografiert hat, kann anhand dieses Fotos sich sagen, sind die Entfernungsmessungen alle richtig gewesen? Hat er das richtig abgelesen? Parallaxenfehler? Das heißt, das Protokoll, was ich Ihnen gemacht habe, ist, sagen wir mal, ein Prototyp. Da sind einige Arbeiten erledigt, einige sind nicht erledigt. Den Rest müssen Sie selber machen. Am Ende soll etwas, ein Dokument rauskommen, was man nachvollziehen kann und wo Sie dann sagen, ja, da sind vielleicht offensichtlich hier Abweichungen. Wie gehen wir damit um? Denn das haben Sie sieht man ja in diesem Musterprotokoll ganz gut, in der Fehlanalyse hier. TBD, to be determined. Da steht noch nichts drin. Resümee, da steht auch noch nichts drin. Ne, da sind hier Quellen drin. Ne, haben Sie die Quellen? Das heißt, das, was Sie haben an Material, ist der Start. Das ist der Anfang, das ist sozusagen der Ausgangspunkt und dann müssen Sie den Berg und nach eben nach oben erklimmen und müssen die Lücken decken. Ich hoffe, das hilft Ihnen jetzt. Ich gucke noch einmal hier in die Fragestellung rein, weil das war doch wirklich sehr gut formuliert, wir kommen nicht weiter. Sehr gut, ihr habt euch bei mir gemeldet, das will ich haben. Ich will, dass ihr miteinander interagiert, ich will, dass ihr euch austauscht und dann könnt ihr mit mir reden. Es sind Aufgaben, natürlich zum Schluss, es verwirrt mich. Ja, das tut mir leid, dass ich euch verwirrt habe. Mir war das vollkommen klar, aber das ist ja immer so. Sind einige Punkte erledigt? Ja, es sind einige Punkte erledigt, aber nicht alle. Und manche Punkte sind eben nur rudimentär erledigt. Ich erinnere mich an den Protokoll und fülle das aus. Aber nicht nur die Platzhalter ausfüllen, sondern eben auch ergänzen. Auch mal gucken, finde ich noch weitere Recherchen. Vielleicht finden Sie ja eine Quelle, wo jemand über diesen speziellen Infrarotsensor diskutiert. Der ist eben sehr weit verbreitet, wird sehr gerne eingesetzt. Und vielleicht hat da jemand schon mal rausgefunden, oh, da gibt es Probleme. Das müssen Sie alles machen. You get the idea. Das heißt, das, was wir haben, ist der Anfang der Arbeit. Und danach vervollständigt man das. Und am Ende kommt dann eben eine Erklärung raus, das wurde getan, das sind die Ergebnisse. Die Ergebnisse sind nicht genauso, wie wir das erwartet haben. Das können die Gründe sein. Ich habe recherchiert, ich habe mir nochmal das Versuchssetup angesehen. Da sehe ich auch das eine oder andere Problem. Und wenn man das alles gemacht hat, schreibt man schön auf und am Ende macht man ein Resümee. Wir sehen uns am Freitag. Bleibt euch treu.